Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zum Bus-Simulator hier auf der PlayStation 4 mit mir, dem Bio. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, in der letzten Folge, die jetzt schon ein bisschen her ist, weil wir jetzt in der letzten Woche U-Bahn-Folgen hatten, komischerweise. Ja, also dachte ich mir so, komm, wir machen mal jetzt hier mal wieder weiter. Auch wenn die Missionsziele gerade so ein bisschen tricky sind, denn das Ganze will irgendwie nicht so, wie ich es möchte, denn irgendwie können wir hier aktuell nichts abschließen. Wenn wir uns mal angucken, so, der Hauptbahnhof. Also wir brauchen mindestens einen am Hauptbahnhof. Nutze Fahrer, um auf der Strecke. Ah, okay. Also ich gehe mal davon aus, dass wir die erstmal die alle fahren müssen. Also so weiß ich, so kenne ich sie auf dem PC. Ja, wenn man das Ganze auf dem PC gespielt hat, musste man die neuen Routen eigentlich immer einmal spielen. Und zum Beispiel hier, da ist ein I vor. Das ist zum Beispiel für mich eigentlich Zeichen, dass wir die neu fahren müssen. Deswegen würde ich einfach sagen, wir schnappen uns mal unseren Bus hier hinten, den hier, und werden mal fahren. Eine Haltestelle auf deiner Strecke wird gewartet, deine Strecke hat sich deswegen geändert. So, dann los geht's. Nächster Halt, Zimmermannstor, Hauptbahnhof. So, lassen wir uns erstmal zusteigen hier, dann wollen wir mal weiter gucken. Ich brauche eine Fahrkarte. So, eine Woche Student. Drucken. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzeln, Standard, drucken. 2,80. Eine Fahrkarte bitte. So, und du bekommst. Ja, leider gab es keine Kommentare, so zwecks irgendwie mal Livestream oder sowas. Fand ich ein bisschen sehr schade, tatsächlich. Ja, müssen jetzt echt hier rumfahren. Okay, oh, wir haben ja grün. Von daher, ja, muss ich gucken, dass ich jetzt die Touren denn einfach so umstelle und vielleicht dann nochmal neu fahre. Im Offscreen, wenn sie es denn die Zeit irgendwie mal erlaubt. Ich hätte es ja nun gerne in einem Livestream gemacht, aber hat er gefragt gehabt, ob ihr das euch anschauen möchtet, ob wir das Ganze so im Livestream machen. Gab es leider keine Reaktion zu. Und jetzt kann ich natürlich hier euch jetzt nicht hier das hier ganz aufzwingen. Deswegen mache ich das Ganze dann einfach, denn dann passt das schon. So, einzeln Senior 3,20 €. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzeln Standard drücken. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Tag Standard drücken. Och, könnt ihr nicht alle passend zahlen? So, dann müssen wir mal gucken. Links, rechts, links, rechts. Das ist ja auch schön. Schön gemacht hier. Ja, es gab mittlerweile keine Updates irgendwie. Also, nach der letzten Aufnahmesession hat die PlayStation nichts runtergeladen. Und ich habe auch, glaube ich, nichts gelesen, dass da jetzt irgendwie neue Updates gab. Ab zum Zentrum.
Leute. Ich will doch einfach nur weiterfahren. Dann gucken wir mal ganz kurz nach Tickets. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Klar. Wo habe ich... Habe ich Ihnen schon gezeigt. Ich dachte, ich hätte eine... Augen. Und ein Bußgeld. Schön. 120 Euro gewonnen. Gewonnen übrigens, ne? Gewonnen haben wir das Ganze. Natürlich verdient. Ja, mit dem neuen Bussimulator, ja, dem für OMSI und so, gibt es ja zukünftig ja die Leitstellen, der Leitstellensimulator. Da können wir natürlich dann auch nach Bußgeld gucken. Finde ich eine relativ geile Sache. Also man muss schon sagen, PDP-Software, die wissen, was sie machen. Die setzen diese ganzen Features um, die sich so viele Leute wünschen. Ja, und dann zum Beispiel auch für unsere PCer hier, ja, die ja den Bus-Simulator zum Beispiel spielen. Ja, die können natürlich jetzt Sunny Springs sich mal anschauen. Da ist jetzt der erste Teil von Sunny Springs jetzt erschienen. Ich glaube, das ist natürlich nicht die komplette Karte, das ist glaube ich nur das Startgebiet, was wir da drin haben. Aber wie gesagt, für kostenlos könnt ihr euch das Ganze im Steam Workshop einfach mal runterladen und könnt euch mal angucken. Das ist eine coole Sache. Die Leute ja hier, wie wir jetzt hier zum Beispiel, also was heißt wie wir, ich habe es ja sowohl als auch, ne? Also für PC und PlayStation, aber die Konsoleros gucken leider ins Leere, weil es hier keinen Steam Workshop gibt, also kein Workshop, wo man sich halt so diese Mods runterladen kann, was ich persönlich ein bisschen öde finde. Warum? Ich meine, der Landwirtschaftssimulator hat es davor gemacht. Warum zieht man jetzt mit nicht nach, so Mods-technisch, ja? Das finde ich immer so ein bisschen... Meiner Meinung nach gibt es den Mod-Hub doch auch auf der PlayStation und auf dem PC. PC ja, aber für die Konsolen, meiner Meinung nach. Also nicht für die Nintendo Switch, davon mal abgesehen, aber sonst für PlayStation und Xbox sollte das Ganze eigentlich verfügbar sein. Es ist langsam ein bisschen eilig hier. Komm. So. Ja, notfalls müssen wir das Ganze jetzt so machen, wenn das jetzt nicht funktioniert hat, dass wir die kompletten Touren nochmal alle niederreißen und dann nochmal neu machen. Auch habe ich gelesen in den Kommentaren, also es ist wohl am PC möglich, dass man die Tourennummern wieder neu sortieren kann. Weiß nicht, warum das hier auf der Konsole nicht funktioniert. Angeblich Fahrgäste zurückgelassen. Hab ich nicht gesehen. Wahrscheinlich kam da wieder einer angerannt oder sowas. Zum Glück ist bald Sonntag.
Oh ja, Sonntag, ja, das ist natürlich. Denkt dran, ne? Wir hatten jetzt am Wochenende Zeitumstellung gehabt. Ich hoffe, euch wundert, warum ihr in die Schule geht und ihr seid zu früh. Ganz bescheuert im Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Sie verspricht. Ich brauche eine Fahrkarte. So, einzeln. Standard. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Einzeln, Standard. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? So, Woche, Student. Schlagloch erstmal schön umfahren hier. Das sah ein bisschen krumm und schief aus. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Immer hupen. Hupe geht, gib mal Licht. Ein bisschen schade, man kann hier leider nicht ranzoomen oder sowas. Ich ja. Glaube, ich werde krank. Auch kommen natürlich oft Fragen von euch, zwecks der Performance und alles sowas, auch heute noch, jetzt nach fast zwei, drei Wochen nach dem Release, ja. Kommen immer noch so Kommentare, ja, das läuft nicht so gut und ja, was kann man machen? Und also Lenkrad funktioniert. Also ihr könnt das Ganze mit dem Lenkrad spielen ohne Probleme. Habe ich ja bereits auch schon gezeigt gehabt in einem Video. Das Ganze funktioniert mit dem G29. Funktioniert, aber man muss es halt einstellen. Das sind halt immer so Sachen, so von der Konsole erwarte ich sowas halt automatisch, dass sowas halt einfach automatisch das ist echt nicht mein sich einstellt halt, ja. Und ja, performance-technisch, wie gesagt, ihr habt ja manchmal so Spiegel, die ihr noch zusätzlich einschalten könnt, die halt immer da sind. Die zum Beispiel deaktivieren, das steigert nochmal die Performance. In meinem Fall jetzt hier zum Beispiel noch das HUD deaktivieren, könnte vielleicht auch noch ein paar Performance ein bisschen retten, also ein paar FPS rausholen. Und ja, was könnte man noch machen? Augenblick. Augen. Hier. Oh. Und tut noch mir leid, jemand. Na klar. Hier. Wo hab ich. Was? Ach so, hier ist die Fahrkarte. Na klar. So, siehst du, zwei Schwarzfahrer. Ja, ihr könnt, wie gesagt, die Verkehrsdichte noch ein bisschen einstellen, damit das Ganze ein paar weniger Autos eventuell auf der Straße unterwegs sind. Das holt auch noch mal ein paar FPS raus. Ich selbst muss dazu sagen, ich kann, wie gesagt, nur so viel sagen, dass ich das Ganze hier auf der PS4 Pro spiele und an sich keine Probleme habe, was die Performance angeht. Mein Bruder spielt das Ganze, wie gesagt, auf der Xbox One X, ja, also das Pro-Modell, so ein bisschen wie die PS4 Pro, ne?
Und auch er meint, er hat keine Probleme, was so die Performance angeht und all sowas halt, ne? Also von daher kann ich das natürlich jetzt nicht beurteilen. Was wo da jetzt so praktisch das Problem liegt. Und man muss vielleicht auch noch eventuell sagen, noch mal ein bisschen abwarten. Ich denke mal, Astragon weiß natürlich Bescheid und Still Alive natürlich auch. Die werden sich wahrscheinlich das ganze Problem schon annehmen. Werden da wahrscheinlich auch noch so den einen oder anderen Patch, denke ich mal, rausbringen. Wie gesagt, zumal ja auch noch ein DLC angekündigt ist, der auch irgendwann mal kommt. Und da sollte natürlich, der schon relativ gut laufen, ne? Der Boost-Simulator. Danke. Wie war das noch gleich? Junior? Grundier? Ach, stimmt. Es war Gruyère. Nächster Halt, Grenzplatz, Endstation. Bitte alle aussteigen. So, jetzt haben wir nur einmal eine Abstrafe, eine Strafe bekommen, weil wir angeblich Winter der Leidenschaft ist auch die wir vergessen 5000 haben. Folgen noch echt so spannend. Endstation. Bitte alle aussteigen. Das nun ist die perfekte Parkposition. Wiedersehen. Jemand hinterließ Müll. So, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann müssen wir jetzt noch einmal unsere Tour fahren. Und dann bekommen wir eventuell den ersten Punkt zumindest. Das wäre doch schon mal gar nicht mal so verkehrt. Wie ihr seht, ne, wir haben jetzt aktuell nichts geschafft, aber hier steht ja auch Nutze Fahrer. Ja, auf einer Strecke mit maximal neun Haltestellen und so weiter und so fort. Also denke ich mal, da werden wir mal gucken in der nächsten Folge. Das war mal jetzt nochmal unsere Minitour fahren und hoffen natürlich, dass wir jetzt eventuell hier ein Häkchen bekommen. Sonst müssen wir nämlich alle Touren abreißen und dann machen wir einfach alle nochmal neu. Also dann machen wir alle weg und alle nochmal neu. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Also wenn ihr mehr sehen wollt, unbedingt vom Bus-Simulator unbedingt wieder einschalten und nicht vergessen, den Like da zu lassen. Und sonst, falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.